Ach, Mann. Hier am Knie abgeschossen. Was ist das andere da hinten? Schuh! Wieder hier raus, da oben geht's raus. Schwupps. Und hier geht's zu unserer Brutstation. Da ist unser Babypogreif. Und der Vater. Ups, da ist aber gerade die Textur sehr viel später aufgetaucht. Wo ist unser Zestralbaby? Da hinten. Du bist bei der falschen Mutter. Oh ja, ist halt die Tante, ne? Die futtern gerade. Dann gehen wir hier Futter. Unser Hippogreifen-Baby. So, die hat schon gefüttert. Kann man auch so nehmen. Da, Wolkenschwinger. Hast du super gemacht. Und... Stimmt, ich habe zwei Zestralbabys. Vergessen. Das braucht noch. Die Reicheinheit. So. Haben wir alle. Oh, Käse. Dann würde ich sagen, speichern wir mal. Das können wir mal machen. Bevor wir jetzt hier mit Sebastian auf Reise gehen. Abenteuer. So, dann Aufträge. Hausbesuch der Wilderer. Doch jetzt nochmal mit Poppy. Ich sollte mit Poppy sprechen und herausfinden, warum sie plötzlich verschwunden. Warum sie so plötzlich verschwunden ist, nachdem. Achso, okay. Ja, wo ist sie denn? Karte. Okay, sie ist draußen. Dann. Fliegen wir mal nach draußen. Reisen wir nach draußen. So. Ah, da geht mir sowas von auf die Nerven, dass der ständig meinen Skinny einfach nicht beibehält. Was soll denn der Mist? Das gefällt mir auch nicht. So, ich ja hier. Ist auch nicht schlecht hier so gärtnermäßig. So. Kann der das nicht einfach mal auch mitspeichern? Und drüber. Und schwupps, da ist sie. Ein Glück, dir geht's gut. Warum sollte es mir nicht gut gehen? Da bist du ja. Du wirktest so durcheinander, als du gegangen bist. Die Wilderer sind bei meiner Oma gewesen. Jemand hat mich in der Hornschwanzhalle erkannt und dann sind sie zu ihr. Wie meinst du das? Geht es ihr gut? Ihr geht es zum Glück gut, aber sie waren bei uns zu Hause. Dachten wohl, ich hätte das Ei dorthin geschickt. Sie sagte, sie hätten das ganze Haus auseinandergenommen und geschrien, dass wir sie ruiniert hätten. Tja. Das tut mir leid, Poppy. Ich bin froh, dass es ihr gut geht. Ich glaube, das hätte keiner von uns ahnen können. Ich hätte es wissen müssen. Ich habe die Wilderer unterschätzt. Und nun ist noch ein Geschöpf in Gefahr. Wie meinst du das? Die Wilderer wollten nicht mit leeren Händen gehen und stahlen wertvolle Tagebücher, die Oma bei ihren Nachforschungen über seltene Tierwesen entdeckt hatte. Eines davon enthielt Theorien über ein geheimes Versteck der Schnatzer, die man lange Zeit für ausgestorben hielt. Oje.
Was für ein Wesen ist denn ein Schnatzer? Ein kleiner Vogel mit goldenen Federn. Er ist unglaublich, hat drehbare Flügel, mit denen er schnell in jede Richtung fliegen kann. Tatsächlich basiert der goldene Schnatz im Quidditch auf dem Schnatzer, der vor Jahrhunderten grausam für diesen Sport verwendet wurde. Warum sollten Sie sich für Schnatzer interessieren? Sie könnten mit Schnatzern mehr Geld verdienen, als Sie es je mit Drachen kämpfen könnten. Die Federn und Augen der goldenen Schnatzer sind unglaublich wertvoll. Deshalb glaubt man, sie seien ausgestorben. Sie wurden von den Zauberern ausgerottet. Ich will mir gar nicht vorstellen, auf welch grausame Art sie heutzutage gezüchtet und für Profit getötet werden würden. Wo genau sind diese Schnatzer denn angeblich versteckt? Oma sagt, die Tagebücher seien etwas kryptisch, was gut ist. Vielleicht sind die Wilderer nicht schlau genug, um die Vögel zu finden. In den Tagebüchern wurde wohl nur vermerkt, dass der Schlüssel zu ihrem Versteck im Mondlicht liegt. Oma glaubt, dass man es auf eine Handvoll Orte eingrenzen kann. Okay. Ich nehme an, du wirst die Wilderer nicht in die Nähe der Schnatzer lassen. Oma will, dass ich mich raushalte. Aber sie ist am Boden zerstört, weil Wilderer hinter den Schnatzern her sein könnten, falls es sie noch gibt. Wir hatten das Überraschungsmoment auf unserer Seite, als wir den Drachen gerettet haben. Aber jetzt werden die Wilderer nach uns suchen. Wir brauchen Verbündete. Andere, die die Wilderer ebenfalls hassen und Tierwesen genauso schätzen wie... Bei Merlins Bart, du bist ein Genie! Die Zentauren! Sie würden die Schnatzer um jeden Preis schützen wollen. Ja. Klingt so, als müssten wir mit den Zentauren reden. Wir müssen aufpassen, wie wir uns ihnen nähern. Das Verhältnis ist immerhin angespannt. Trotzdem könnten sie unsere einzige Hoffnung sein. Ich denke drüber nach. Ich melde mich, wenn ich einen Plan habe. Gut, mach das. Du hackst den Plan aus und wir gehen mit Sebastian weiter. Auf, ja, Suche noch was auch immer was, ne? Die Lösung für Anne. Das einmal da, das einmal da. So kann ich vielleicht näher ranporten. Wupp, kann ich. Noch Hogsfield. Ja, ob ich glaube ich verkaufen, ne? Oh, meinen aufrichtigen Dank. Sicher das doch. Das war sehr tapfer. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Das weg. Das einfach mal. So. Ich danke für Ihren Besuch. Kein Thema. Danke fürs Abnehmen meines Plunders. Bestie, wo bist du? Ups, der ist noch nicht da. Den müssen wir erstmal warten. Da ist er ja. Ich wusste doch, meine Eule weckt dein Interesse. Klar. Ich kam so schnell ich konnte. Ich war so sehr mit Ominous und den Katakomben beschäftigt, ganz zu schweigen von der Reaktion meines Onkels, dass ich fast vergessen habe, was mir am Triptychon aufgefallen ist. Das hier ist die Aussicht auf der Leinwand des Triptychons. Unglaublich. Du kennst dich hier gut aus. Als ich auf dich gewartet habe, sah ich mich etwas um und entdeckte eine verlassene Mine in der Nähe, umringt von Ranrocks Anhängern. Glaubst du, es gibt eine Verbindung zum Triptychon? Keine Ahnung. Aber vielleicht untersuchen sie es. So wie auch Schloss Rookwood und Isidoras Anwesen. Wie wollen wir vorgehen? Wir müssen herausfinden, was sie vorhaben. Aber lass uns unauffällig bleiben. Also gut. Und ich habe immer noch das Runensymbol von dem Triptychon. Wenn es eine Verbindung gibt, sehen wir das Symbol bestimmt nochmal. Nach dir. Okay, gehen wir einfach erstmal so hin. Also die ganzen Mondsterne mitnehmen, die brauchen wir ganz dringend. Einfach aus Prinzip. Da vorne sind sie. Geh du voran. Schauen wir mal, ob wir was raushören.
Niemand betritt diese Mine. Wer es versucht, muss sterben. Renrocks Anhänger meinen es ernst. Wollen hier so. Ein schmackhafter Pilztopf hätte jetzt was. Hier wollen wir hier so rum. Wir müssen erstmal noch da hinten hin, bevor wir in die Mine reingehen. Da erfahren wir vielleicht dann irgendetwas. Aber hier ist ja auch die Mine. Gucken, dass wir dran vorbeikommen. Sieht ja erstmal ganz gut aus. So, an der Gruppe sind wir schon mal vorbei. Revelio. Hätte ein paar Sachen das gegeben. Aber gut. Wir sind ein gutes Team. Ja, in der Tat. Ja, mit Sebastian kommen wir echt gut voran, ne? Wir könnten uns wie so oft durchkämpfen oder heimlich vorgehen. Du weißt ja, was ich tun würde. Imperium. Einfach mal den Kommandanten übernehmen. Hau schon gut rein, ne? Du wirkst müde. Was fällt dir ein? So, Kommandant ist verflucht. Fast ab! So, nehmen wir direkt nochmal. Ja, komm, die Taschen hier durchsuchen. Die nehmen sich jetzt schon auseinander. Das ist beinahe so einfach. Ein unverzeihlicher? Wie sieht Kommandant aus? Was mache ich hier? Dieser Machtdienst ist sinnlos. Ah. Der rastet die ganze Zeit aus und die interessiert es gar nicht. Und das nennst du Zaubern? Sag, er hat uns entdeckt. Da. Was hängt dir ein? Revioso! Komm, Trinko! Das war's mit dem Spaß. Spaß ist ziemlich relativ. Wie wahr? Das war relativ spaßig. Ja, ja. Oh, die Erfahrungspunkte hier. Revelio. Sieht ein bisschen aus, als wenn hier staubig wäre, ne? Schnee will es ja wohl nicht sein. Kobolde müssen wir auf Seite schaffen. Nicht, dass die uns in den Rücken fallen. Ich sollte wohl erwähnen, dass diese Mine angeblich wegen einer Spinnenplage vor langem geschlossen wurde. Wie schön. Das bin ich ja schon gewöhnt. Ja, recht so. Revelio. Spinnen, das ist nun wirklich nicht unser Problem. Dann schauen wir mal. So ein Schwert habe ich noch nie gesehen. Jetzt sind wir wohl oder übel drin. Einfach mal da runtergeschmissen. Diese Mine gleicht einer Gruft. Sie wurde nach Unfallberichten geschlossen. Jetzt verstehe ich warum. Komm, Pringo! Ja? Ich würde sagen, muss doch hier weggehen. So.
soll hier die Sachen einsammeln. Also eigentlich, man kann zwar schleichen, glaube ich, aber es juckt auch irgendwie gar nicht, wenn man es halt nicht tut. Genauso wie wenn man unverzeihliche Flüche nutzt. Juckt auch irgendwie keinen. Außer Sebastian macht es. Von daher, schnitzen wir uns durch. In den Netzen. Die sind sogar für Spinnen zu ekelhaft. Die Netze? Ein Nächster! Bombarder! Kofi! Boom! Hey, warum hat der Bombarde nach da hinten gemacht? Mein Kumpel in Ruhe. Wie viele von Renrocks Anhängern sind hier? Zu viele. Hier muss es etwas geben, das sie unbedingt haben wollen. Wie viele Anhänger gibt es allgemein? Fände ich auch mal interessant, die Frage. Protego! Nee. Bombarda! Knopf. Heute komme ich damit Bombarda gar nicht durch. Dieser Punkt ist wirklich hoch. Vorschläge? Ja, also brauchen wir nur die Kiste. Da hinten. Dann geht das schon. Ist da noch was? Da ist noch. Ja, Mega Power Trank. Können wir nicht mehr aufheben. Jo, da haben wir so einen kurzen, komischen Schnitt. Der Kleine wollte nicht schlafen. Wir machen jetzt hier. Mit Wingardium Leviosa. Zack. Naja, das war eine der einfachsten Übungen hier, ne? Also, ich bitte euch. Kein Wunder, dass Leute sich vor Spinnen gruseln. Vielleicht sind es die haarigen Beine, die seelenlosen Augen, die giftigen Fänge. Alles ganz reizende Eigenschaften. Ah, nein! Mann, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Wollte doch gar nicht darunter springen. Kein Wunder, dass Leute sich vor Spinnen gruseln. Vielleicht sind es die haarigen Beine, die seelenlosen Augen. Alles ganz reizende Eigenschaften. Hey, ist das denn hier nicht noch nicht gewesen? Zack. Die sind schon alle hinüber da. Juckt aber auch keine. Keine Spinne. Die sind schon ausgesaugt, die Opfer. Also da oder da lang? Erstmal hier lang. In der der Wegweiser sagt, wir sollen da lang gehen, dann gehen wir natürlich immer erstmal woanders. Ja. Ist ja klar. So. Ruhe. Na, guck mal richtig hin. Was ist denn das? Warum ist denn der. Habt ihr das gesehen? Der ist total zur Seite geglitscht. Ich hab schon gerade gedacht, beim Rübergehen, beim ersten Rübergehen, das ist irgendwie komisch und der ist erst recht. Wir müssen bis gegen Spinnen kämpfen. Umwerfend. Hätte eine Treppe beschwören sollen. Kannst du das? Interessant, ne? Diese ganzen Höhle und Absperrung. Haben wir auf jeden Fall für Sicherheit gesorgt, die Kobolde. Hätte ich denen jetzt so nicht so getraut. Zack. Ich bin durch hier.